Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video in der Reihe Imaging Science. Hier in diesem Video schauen wir uns Kantenerkennung an. Und das machen wir anhand der Ableitung von Herrn Grauwerden. Und wir sagen, es ist eine Kante, wenn wir einen gewissen Schwellwert erreichen und den überschreiten. Problem dabei können Störungen sein, da diese auch diese Ableitung steigen lassen und dann diesen Schwellwert überschreiten können und dann einen falschen Alarm uns signalisieren. Abhilfe ist dafür ein Low-Pass-Filter. Zuerst einmal schauen wir uns die Taylor-Expansion an. Wir haben eine Funktion von R nach R und die ist n plus 1 mal kontinuierlich differenzierbar. Dann können wir in der Richtung H, also das ist erstmal ein Skalar, also einfach an der x-Achse plus oder minus, die Funktion mit einem Polynom beschreiben, indem wir diese Formel hier einsetzen. Und dann haben wir nur einen Fehler von O von H hoch n plus 1. Wenn wir das mehrdimensional machen wollen, oder zweidimensional, dann können wir das auch machen. Wir haben hier einen Richtungsvektor. Und dann können wir so eine ähnliche Formel machen, nur dass wir hier Skalar durch K machen müssen. Mit hier ist für hoch 2 ausgeführt. Dann bekommen wir halt die Ableitung in die bestimmten Richtungen. Und das können wir dann an die Funktion f dran multiplizieren, bekommen wir die richtigen Ableitungen dafür. Dann schauen wir uns numerisch die Ableitung an. Da gibt es erstmal die Vorwärtsdifferenz, das heißt, wir benutzen einfach einen Bildwert an der Stelle i plus 1 und i und teilen das durch h. Oder rückwärts, dann nehmen wir halt minus 1 durch h und central, da werten wir mit der Genauigkeit ein bisschen besser, dann nehmen wir i plus 1 und i minus 1 durch 2h. Dann können wir die zweite Ableitung an der Stelle i mit dieser Formel hier approximieren, mit einer Genauigkeit von h². Dann schauen wir uns die Ableitung im zweidimensional an. Da können wir einfach auch so was Ähnliches machen, die Richtung. Dann einfach durch 2h teilen, also wir machen die Central Difference. Das können wir in die x-Richtung und die y-Richtung machen. Aber wir haben ein Problem, weil wir nur die eine Richtung gewichten und dann sowas Schräges hier vernachlässigen. Und das können wir machen, indem wir so eine gewisse Faltung einführen oder eine gewisse Glättung. Und dann bekommen wir hier dieses Stencil, wo wir auch noch die Nebenpixel berücksichtigen. Und dann können wir auch Ableitungen, die Rotation invarianter sind, beschreiben. Und wir können auch die insgesamt der Stärke der Ableitung anschauen. Dann kommen wir zur Kantenerkennung. Die Idee ist, dass wir zuerst unser Signal f falten mit dem Gaußschen Kernel zum Beispiel und dann können wir unseren, also diese Operator hier oben, der nennt sich dann Söppel-Operator. Und mit diesem Söppel-Operator können wir dann die Stärke der Ableitung uns anschauen. Und da, wo diese Ableitung einen bestimmten Threshold überschreitet, dann sagen wir, das ist ein Kandidat oder das ist eine Kante. Der Vorteil ist, dass wir nur erste Ableitung brauchen. Und wir sind relativ robust gegenüber von Noise im Vergleich zur zweiten Ableitung. Der Nachteil ist, wir brauchen halt noch ein extra Parameter t und noch bei dem Kernel, dem Smoothing Kernel, brauchen wir noch ein Sigma. Und dann manche Ecke sind relativ dick oder werden vielleicht zwei Ecke erkannt, wenn das erst. Genau. Und wir haben vielleicht nicht geschlossene Konturen. Dann das Ergebnis ist stark von unserem T abhängig und Sigma. Man kann vielleicht anschauen, wenn wir ein Histogramm von dieser Stärke, von dem Söppel-Operator, dass wir dann ein Quantil machen, dass wir das T so wählen, dass nur 80%, dessen Ecke mehr als 80% sein muss. Dann sind 20% der Ecken. 20% der Pixel sind dann Ecken. Das kann
kann man mit solchen Quantilen erreichen. Dann schauen wir uns die nächste Idee an, das ist der Kenny Edge Detector. Und dazu schauen wir uns noch die Richtung der Ableitung an. Das können wir einfach mit dem Winkel machen. Wir haben ja eins in x und eins in y und dann können wir daraus den Winkel berechnen des insgesamten Vektors. Und dazu haben wir erstmal Kandidaten, die diesen Threshold überschreiten. Und dann wollen wir, unser Ziel ist, dass wir dann die Ecken dünner machen, ein Pixel dick. Und das machen wir mit Hilfe der Richtung. Und da nehmen wir einfach einen Kandidat und schauen alle dieser Basic-Richtungen, also x minus x, y minus y, zu welchem Pixel der Circle-Operator am meisten diagonal ist. Und dann können wir gucken bei diesen Nachbarn, wo der Gradient am stärksten ist. Also wir gucken, wo der am orthogonalsten ist und dann bekommen wir davon die Nachbarn. Und davon können wir, bei den Nachbarn können wir dann auf einer Linie schauen, wo der stärkste Pixel ist und dann bekommen wir die Ecke, die wir genau haben wollen. Und alle anderen Pixel löschen wir dann. Also wenn wir hier jetzt unsere Eckkandidaten haben, dann sehen wir, dass hier ist ja die Richtung des Circle-Operators. Und dann können wir in dieser Richtung alle diese Pixel hier anschauen und gucken, wo der stärkste Ableitung ist. Und den Pixel behalten wir, alle anderen Pixel werden weggeschmissen. Eine andere Möglichkeit ist noch dieses Double Thresholding. Da gucken wir, dass wir nur die relevanten Ecken bekommen. Und da haben wir halt noch einen zweiten Parameter, der ist ein Seed für die relevanten Pointe. Dann kommen wir zur Eckenerkennung mit der zweiten Ableitung. Da ist die Idee, dass wir schauen, wann die Ableitung 0 wird. Wir haben ja nicht Maximum oder Minimum. Das ist aber auch wieder ein Problem, weil wir Maximum oder Minimum haben. Das heißt, wir haben auch Falsalarm. Aber zuerst müssen wir dann auch fallen, damit wir ein bisschen klären, damit wir nicht so was Neues haben. Und dann brechen wir den Laplace, das ist einfach zweimal abgeleitet nach x und zweimal abgeleitet nach y, addieren das zusammen. Und dann gucken wir, wann das 0 wird. Also wenn der Laplace 0 wird. Und das sind dann unsere Kandidaten für die Ecken. Vorteile ist, dass wir geschlossene Konturen bekommen und mit minimaler Breite. Nachteil ist halt, und dass wir keine zusätzlichen Parameter außer diesen Sigma brauchen. Nachteil ist halt, dass wir Falsalarm haben beim Minimum. Und die zweite Ableitung ist mehr, springt mehr auf Neues an. Und dafür brauchen wir halt oft ein stärkeres Smoothing. Dann kommen wir zur Zusammenfassung. Wir können die Ableitung approximieren, die wir brauchen für die Eckenerkennung. Davor müssen wir aber einen Laupass benutzen, weil wir sie stabilisieren wollen. Das ist Ableitungssinn. Und wir können das mit der Taylor-Expansion machen und können die Koeffizienten daraus herleiten. Dann können wir diesen Circle-Operator nehmen, dass wir an alle Richtungen das anschauen können. Das können wir in 2D machen. Und wir benutzen die Stärke des Ableitungs, den Betrag. Und dann können wir aber noch die Richtung benutzen, damit wir die Ecken dünner machen. Und mit dem Laplacian können wir mit der zweiten Ableitung auch Ecken erkennen, aber da sind wir anfällig für Falls, also für Maxima und für Minimum. Und damit kriegen wir nicht alle. Also damit werden die Ecken, die wir erkennen, auch bei den Minimums, werden wir auch Ecken erkennen und das sind falsche Alarme. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.